Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und während ich hier auf meinem Uri und mit Madison unterwegs bin, reden wir über ein Thema, was einige von euch bestimmt interessieren könnte. Denn einige Bereiche in Star Stable sind ja noch unerschlossen. Und sagt man zum Beispiel diese Bereiche hier, die noch recht frei sind, genauso hier in dem Bereich hinter den Yor-Bergen, nur um so ein paar Beispiele zu nennen. Außerdem, wenn man in den Romanen mal reingeguckt hat, sieht man auch, dass die Karte eigentlich noch ein ganz schönes Stück größer ist. Und da hat sich oft die Frage gestellt, kommt dieses Jahr noch ein neues Gebiet? Und da hat Star Stable vor kurzem auf Instagram etwas verkündet und da muss man sagen, leider nein, denn Star Stable laut eigener Aussage kümmert sich dieses Jahr vermehrt um das Ausmerzen von Bugs, um das Verschönern, schwieriges Wort, um das Aufpolieren der aktuellen Gebiete, als dass sie sich darum kümmern, dass neue Sachen reinkommen. So, was heißt das für uns? Das heißt, wir können dieses Jahr eher mit sowas rechnen wie dem Stall, das wir ja gesehen haben im Moorland, wo das Ganze neu gemacht wurde, dass wir damit eher rechnen können, dass das jetzt dann auch in den Heimatstellen vielleicht kommt, dass dieser Stil auch auf die generellen Bereiche, auf die Häuser ausgeweitet wird, dass jetzt die ganzen anderen Gebiete, die noch nicht in diesem neueren Stil sind, dass die alle so ein bisschen überarbeitet werden. Damit können wir rechnen, aber leider nicht mit einem neuen Bereich. Das heißt, stellt sich die Frage, wann können wir damit rechnen? Wann kommt dann wirklich mal das große neue Announcement? Jetzt sind ja aktuell eher viele, viele neue Pferde geplant. Wir haben die Tinker, die in Planung sind. Wir haben das neue Curly Horse, was jetzt auch noch mit in der Planung ist, was vielleicht sogar schon am Ende der Uris so in 2 Wochen kommt. Ja, da heißt es jetzt Doppel-Star-Coins-Wochenende vielleicht nochmal ordentlich zuschlagen, denn wenn man Bock auf die ganzen neuen Pferde hat, dann wird das wirklich eine Menge an Star-Coins kosten. Leider gibt es da ja keine andere Möglichkeit. Nun gut, ja, und wenn, dann stellt sich auch die Frage, wenn ein neues Gebiet kommt, welches wird dann kommen? Werden wir eher den Bereich um Yorberg rum, werden wir da vielleicht eine neue Questline bekommen? Bekommen wir vielleicht hier in dem Bereich was Neues? Bekommt vielleicht mir eine ganz neue Insel dazu? Es ist ja alles in der Richtung möglich. Da bin ich gespannt, was ihr als neues Gebiet als erstes erwartet. Wird es vielleicht das Aschetal sein? Das war ja auch schon mal so ein bisschen announced. Und man vermutete, dass das jetzt recht bald kommen wird. Wird es vielleicht ein Bereich sein, der im Dinotal noch ein bisschen weitergeht? Das wäre ja auch noch eine Option. Da bin ich gespannt, was ihr vermutet. Und vielleicht bekommen wir da auch noch in diesem Jahr die eine oder andere Vorab-Info. Aber leider eben dieses Jahr, also noch bis Dezember frühestens dann damit, kein neues Gebiet. Ich denke mal, dass wir auch bis Februar da nicht mit rechnen können. Ansonsten hätten sie es wahrscheinlich auch ein bisschen anders formuliert. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bin auf eure Meinung gespannt. Wie findet ihr das Ganze, dass sie das erst jetzt alles ein bisschen aufpolieren wollen, bevor sie neue Sachen reinmachen? Oder sagt ihr euch, ja, das kann man ja ein bisschen nebenbei machen. Sie hätten ruhig ein neues Gebiet reinpacken können, denn es fehlt wirklich an neuen Bereichen. Da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.